ich bin Yvonne und das sind die RheinTV News. In den letzten Wochen haben wir euch ja immer mal wieder Hindernisse aus der Western-Disziplin Trail gezeigt. Jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie das Ganze auf einem Turnier aussieht und begleiten dazu Patricia, eine Schülerin von Susanne Flash, aufs erste Turnier. Am Sonntag gibt es das Video zum finalen Training mit Patricia und Susanne auf unserem Kanal, bei Equiva, reitv.de und in der App. Unsere RheinTV-Trainerin Vera Lange kennt ihr ja unter anderem schon aus unseren Bahnfigur-Videos. Und am Donnerstag haben wir sie begleitet, als sie bei den Rheinischen Meisterschaften im Rheinland als Richterin tätig war, beziehungsweise als Hilfsrichterin. Was genau da ihre Aufgaben sind und was Richter eigentlich bei so einer Dressurprüfung alles bewerten, das erklärt sie euch nächste Woche Donnerstag in einem neuen Video. Dieser schicke Kerl hier neben mir gehört zu der Rasse Tennessee Walking Horse, über die wir gemeinsam mit Equiva ein neues Rasseporträt drehen. Neben den drei Grundgangarten beherrschen die Tennessee auch die Gangart Walk. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Video in der nächsten Woche. Wir möchten euch diesen Monat natürlich auch wieder unsere Top 3 aus der RheinTV-Community vorstellen. Und zwar gibt es zum einen von der Janette von Nettes Blog einen Einblick in ihren Turniertag. Lisa ist ein neues Mitglied aus unserer Community und zeigt uns in ihrem Video die Highlights der letzten beiden Jahre. Ihr Kanal heißt Vite Valou, ein Pferd zum Verlieben. Und die Claudia vom Kanal Twist Around erklärt uns, warum sie auf Hufschuhe setzt und nicht auf Hufeisen. In der letzten Woche haben wir euch ja von unserem Video zu dem neuen Futter Feed and Care berichtet. Jetzt wollen wir gerne mal von euch wissen, habt ihr dieses Futter vielleicht selber schon gekauft und getestet? Also natürlich nicht ihr selber, sondern euer Pferd. Dann hinterlasst uns gerne mal eure Erfahrungen in den Kommentaren. Wir sind sehr interessiert, wie das Futter bei euch und euren Pferden angekommen ist. Die RheinTV News. So, ganz kurz, wir beeilen uns auch, versprochen. Nee. Cut. Warte, lass mich kurz überlegen. Da fange ich jetzt nochmal an oder mache ich weiter? Okay, jetzt weiß ich, ja, okay. Also, Hindernisse aus der Western-Disziplin. Jetzt hast du mir rausgebracht. Auf unserem Kanal, bei Equiva, reitv.de und in der App. Und vielleicht auch im Fernsehen, wer weiß. Nein, natürlich nicht. Aber bei den anderen, also im Fernsehen nicht. Nicht den Fernseher einschalten. Das ist ja gut, oder?